weise und verträumt. Rolf Hoppe und seine Vision vom Dorftheater. Rolf Hoppe ist weltweit bekannt. Er war der einzige Schauspieler zu DDR-Zeiten, der mal für den Oscar im Gespräch war, hat den Lessing-Preis bekommen und ist bei Film und Fernsehen erste Wahl, vor allem immer, wenn ein Bösewicht gesucht wird. Doch am Ziel seiner Wünsche ist der 68-Jährige noch lange nicht. Seine Maxime ist: Träume nicht dein Leben, lebe deine Träume. Und da war auf jeden Fall einer immer noch offen. Ein Theater im Bauernhof. In seinem Heimatort Weißig bei Dresden gibt's das seit gestern. In dem Dreiseitenhof würde ich sehr, sehr gerne ein Theaterchen bringen. Also Räume, in denen man Theater spielen kann. Und zwar auf eine ziemlich nahe Art und Weise. Das ist ja sowieso so ein bisschen Ihre Vorliebe, wenn man da an Wesenstein denkt. Ja, Wesenstein. Und er ist ja mit mir befreundet. Seit wie vielen Jahren, Herr Bieder, sind wir befreundet? Herr Hoppe spricht gerade. Ein Bauchtanz verführt die Zuschauer in Tausend und eine Nacht. Ein Höhepunkt des Abends zwischen Chanson und Feuerschluckern. Als Scheherazade begeistert keine andere als Rolf Hoppes Tochter Josephine. Ali der Starke, Mustafa der Lüsterne. Ja, erotisch. Und Hafid der Kluge. Die Weißiger fingen Feuer, Hoppe ist glücklich. Ich finde es besonders schön, dass Menschen hier sind in Weißig, die eben einen Dreiseitenhof Weißigs, auch einen mit einer Geschichte, wieder rekonstruieren wollen, wieder zum Leben bringen wollen. Und dass in diesem Dreiseitenhof eben sich auch Menschen, vor allen Dingen Weißiger, muss ich sagen, Freunde, Nachbarn treffen und ihre Ecke haben und immer Gäste einladen können. Die Stunde der Komödianten hat geschlagen. Der Startschuss für den gemeinsamen Traum, den Bauernhof, der zum Hoftheater wird. Einen guten Abend mit Wolfgang. Das Weinglas ist das Vergrößerungsglas für die Freuden dieser Welt. Tja. Ich hatte mir nun gedacht, das wäre so eine schöne Sommernacht. Und wir könnten träumen. Wir könnten träumen. Jeder seinen Traum. Und gestatten Sie mir, dass ich den Traum von einem Hoftheater träumen möchte, weil das eine Lieblingsidee von uns ist, einem Traum nachzulaufen, den man verwirklichen kann. Träume brauchen Wirklichkeit. Habe ich da richtig gehört? Ich rieche doch meinen kleinen Hoppi. Häufi, wenn ich heute blinkt. So. Ah, dort ist er. Guck mal dorthin. Na, danke, Partner. Häufi, hast du eben über Träume geredet? Ja. Das ist schön. Das ist sehr schön, Häufi. Wir haben doch hier schon gesehen, dass hier einiges passiert im Hintergrund. Dass die Handlung fliegt. Dann, heute und dann, und dann, und dann. Und dann. Seid ihr alle da? Seid ihr alle da? Also, heute Abend treten auf. Unser Hoch! Verehrte
Realismus. Für die Schauspieler Christine Hoppe und Thomas Stecher beginnt er im Hoftheater Dresden-Weißig. Hier entsteht seit 4 Jahren eine kleine, feine Bühne. Der Traum des Rolf Hoppe. Er war der Vater des Gedankens, wollte Theater voller Nähe zwischen Publikum und Schauspielern. Einen Ort, wo Kunst fühlbar wird. Denn Hoppe ist selbst ein Landmensch ohne Stadtallüren. Ich hätte wahrscheinlich doch auch Bauer werden können. So, und ich liebe die Tiere. Und ich lebe hier. Ich kenne die Menschen. Und ich weiß, dass eben Kunst, in diesem Fall Theater, auch helfen kann, zu leben. Schlaff, feige, folgsam. Wie kann das einer Frau gefallen? Nimm mich. Bring mich fort von hier. Aber lass mich keinen Augenblick allein. Jetzt gehört er mir. Selbst will der Theatermann nicht auf seine Bühne, das richtige Stück sei noch nicht gefunden. Und außerdem, erwähnt er kokett, schaue er lieber seiner schönen Tochter zu. Da was ist das? Ein helles Bier hierher. Diesem Sonntagvormittag, diesem sonnigen Sonntag, hier das Hoftheater mit unserem Programm ein wenig mitgestalten können anlässlich des Hochlandfestes. Sehr schön auch hier die Geräuschkulisse, das ist natürlich etwas ganz anderes, als man es in der Stadt gewöhnt ist. Aber Landleben ist ein sehr hartes Leben, man sieht es an ihren Gesichtern. Und so sieht sein ganz persönlicher Traum aus. Das kleine Weißiger Hoftheater am Stadtrand von Dresden. Seit rund 2 Jahren finden hier eher spontan als regelmäßig Vorstellungen statt. Hoppe selbst wollte eigentlich nicht auf der eigenen Bühne stehen. Aber die Familie, vor allem Schwiegersohn Dirk Neumann, ließ nicht locker. Theater ohne Rolf Hoppe wäre einfach undenkbar gewesen. Ich will dich endlich auf den Brettern sehen. Du redest immer nur von den Brettern, die die Welt bedeuten, und spielst nicht. Da habe ich gesagt, es gibt bestimmte Bedingungen. Man braucht eine Bühne, man braucht Scheinwerfer und braucht vor allen Dingen Plätze, Menschen, die sich wohlfühlen. Heute ist die kleine Theaterscheune weit über den Weißiger Ortsrand hinaus bekannt. Nicht ohne Grund, denn hier sind sich Zuschauer und Schauspieler ganz nah. Im ehemaligen Kuhstall treffen sich alle, die ein Herz für Kunst und Kultur haben. Hier entsteht bald ein Foyer und in den Pausen soll es hausgemachte Flammkuchen geben. Über 150.000 Euro wurden in den vergangenen 5 Jahren schon investiert.
Ich würde gerne, dass hier meine Absicht, Theater zu machen, dass die sich hier widerspiegelt, da würde ich mich drüber freuen. Also, und das ist so, die Palette so breit, wie es Leben ist, und das auf kleinstem Raum. Warum ich wirklich so mit Vehemenz und aller Macht an dem Gedanken, ein Theater hier zu haben, gehangen habe, das muss ich heute Abend mal sagen. Es war ein Traum von mir. Ein Traum von mir, eine Bühne zu haben und an der Seite, auch die man nicht sieht, viele Träumer von der Idee eines Theaters, eines ganz besonderen Theaters zu haben. Eine der schlimmsten Feinde der Menschheit ist die Langeweile. Gott sei Dank gibt es dagegen ein probates Mittel, nämlich Kunst. Der Philosoph sagt, Kunst ist die Ankunft einer seltsamen Struktur. Der Brachialromantiker meint, Kunst ist an den Haaren herbeigezogene Wirklichkeit. Und dass wir besonders wertschätzen, dass wir zum ersten Mal eine Bühne in der Hauptstraße Nummer 35 haben. Sehen Sie, man braucht gar nicht so viel reden. Und auf Ihr Buch. Er spricht, Conny Kaupert, weiß ich, bei Dresden. Als ich dich einst per Zufall traf, die Waden dünn, der Bizeps schlaff, wie überhaupt dein Körperbau kein großer Reiz für eine Frau, hab ich ein Auge zugedrückt und dachte mir, das überbrückt ein bisschen Brodeln oder Schmoren. Der Kerl ist noch nicht ganz verloren. Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben? Und sollen seine Geister auch aus meinem Willen liegen? Sein Wort und Werk merke ich. Und den Brauch und den Geist der Stärke tue ich Wunder auch. Weil manche Strecke das zum Wasser fließt und mit reichen Pollenschwalle zu den Bade sich ergieße. Und du komm, du alter Besen. Nimm die schlechten Lüppen, bist du lange gleich gewesen. Nun erfülle meinen Willen. Auf zwei Beinen stehe, oben seinen Kopf, eile nun und gehe mit dem Wassertopf. Weil manche Strecke das zum Zweckwasser wie so eine kleine Blutschale zu den Bahnen sich ergieße. Ich lebe. Er läuft zum Bach hinüber. Wahrlich ist schon an den Füßen und mit Blitzschnelle wieder ist er hier mit raschem Guss. Schon zum zweiten Mal, wie das Becken schwillt, wie sich jede Schale voll mit Wasser füllt. Sehe, denn die haben leider gar voll gemessen. Ich merke es, wie habe ich das Wort vergessen auf das Wort. Worauf hat er das Bett aus ihr gewesen? Er läuft und bringt Behände. Wärst du doch der alte Wesen? Immer neue Güsse bringt er schneller rein, auch und hundert Flüsse stürzen auf mich ein. Nein, nein, nicht länger kann ich es lassen, wie ihn fassen. Das ist Tücke. Ach, jetzt wird mir bangen, Bengert. Welche Miene, welche Blicke. Soll das ganze Haus ersaufen? Sehe ich über jede Schwelle noch schon Wasserströme laufen? Ein verfluchter Besen, der nicht hören will! Stark, der du
Tappen und das alte Holz behende mit dem scharfen Beile spalten. Seht, seht, da kommt er schleppend wieder, wie ich mich nun auf dich werfe. Gleich, ob Kobold, liegst du nieder. Krachend trifft die glatte Schärfe. Habe ich brav getroffen, seht ihr, ich bin zwei. Und nun kann ich hoffen und ich atme frei. Beide Teile stehen Ihnen alle schon als Knie völlig fertig in die Höhe. Helft mir, ach ihr hohen Mächte! Und sie laufen nass und nässer bis im Saal und auf den Stufen mit entsetzlichen Gewässern. Herr und Meister, hör mich rufen! Da kommt der Meister. Herr, die Not ist groß. Ich rief die Geister, werde ich nun nicht los. In die Ecke Besen, seid's gewesen. Denn als Geister ruft euch nur zu seinem Zwecke erst hervor der alte Meister. Vorbereitet für diese heutige Abendveranstaltung haben die beiden trainiert. Die Mathe hat ihn in den Finger gebissen und da hat die so eine Gewicht gekriegt, dass sie noch im Krankenhaus liegt und er durfte wieder raus. Dass er nicht auftreten konnte, tat ihm natürlich sehr leid. Und wir bedanken uns trotzdem für die gute Vorbereitung und dieses Engagement hier. Und es ist natürlich unser Vereinsvorsitzender und dafür gilt ihn einfach mal im Blumenstrauß. Mein Osterspaziergang führt direkt in einen ehemaligen Kuhstall. Noch wird dort gewerkelt, an einem traumhaften Gewölbe. Es gehört zum Hoftheater Dresden. Das wiederum befindet sich, wie der Name schon sagt, auf einem Hof in Weißig und geht in die neue Saison. Hier kommen noch nicht die ersten Gäste, sondern Mitglieder des Kultur- und Kunstvereins Schönfelder Hochland. Sie kümmern sich rührig ums Theater und schauen nach dem Rechten. Dass alle so gebannt nach oben blicken, liegt an einer eindrucksvollen Konstruktion. Notwendig, um Stützen zu beseitigen, die bisher den Blick verstellten, zur Bühne. Auf der steht schon mal das prominenteste Vereinsmitglied. Schöner Tag heute. Schauspieler Rolf Hoppe, Weißiger mit Leib und Seele, überrascht alle Anwesenden mit einer spontanen Akustikprobe. Frei nach Goethe. Das will ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Der alte Wind in seiner Schwäche zog sich in ferne Berge zurück. Von dort her sendet er drohend nur ohnmächtige Schauer und Körnigen Eises in Streifen über die grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein Weißes. Überall regt sich Bildung und Streben. Alles will sich mit Farben beleben. Doch an Blumen fehlt's im Revier. Sie nimmt geputzte Menschen dafür. Schaut euch um, von diesen Höhen in die Stadt zurückzusehen. Ich höre schon des Dorfs Getümmel. Hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden jauchzet groß und klein. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. So. Nun wisst ihr, wie ich darüber denke. Rolf Hoppe erfüllte sich seinen lang gehegten Traum vom Dreiseitenhof auf ganz besondere Weise. Wenn hier so ja nur noch à la Shakespeare im Balkon mein. Oh ja. Wenn du die Julia spielst, spiel ich den Romeo. Na, mal sehen, was aus der Idee wird.